Was willst du von mir? Ich will, dass du ganz du selbst bist. Ich sag dir mal was, mein Junge. Schuld ist wie ein schwerer Sack voll mit Steinen. Alles, was du tun musst, ist, ihn abzusetzen. Hey, ich weiß, was du durchmachst. Ich habe es selbst erlebt. Komm einfach her. Komm her. Lass alles los, ja. Warte, ich kann das nicht. Sag mal, für wen trägst du eigentlich diese schweren Steine durch die Gegend? Für Gott? Ist es das? Gott? Dann pass mal gut auf. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Insider-Informationen über Gott. Gott sieht gerne zu. Er ist ein Voyeur. Denk mal darüber nach. Er gibt den Menschen Instinkte. Er gibt euch diese außergewöhnlich fantastische Gabe. Und was tut er dann? Ich schwöre dir. Nur zu seinem eigenen Vergnügen. Als sein eigenes privates, kosmisches Schmierentheater. Verändert er die Regeln, dreht sie einfach um. Der größte Beschiss aller Zeiten, Kevin. Gucken, aber nicht anfassen. Anfassen, aber nicht kosten. Kosten, aber nicht runterschlucken. Und während ihr verzweifelt von einem Fuß auf den anderen springt, was tut er da? Er lacht sich seinen kranken, verfluchten Arsch ab. Er ist ein Spießer. Er ist ein Sadist. Er lässt euch allein hier unten so etwas verehren? Niemals! Lieber in der Hölle regieren, als im Himmel zu dienen. Ist es das? Wieso nicht? Ich habe hier auf der Erde von Anfang an meine Finger im Spiel. Ich habe alle Empfindungen genährt und gefördert, zu denen der Mensch je inspiriert worden ist. Ich zeigte Interesse für seine Wünsche und ich habe ihn niemals verurteilt. Wieso? Weil ich ihn niemals zurückgewiesen habe, obwohl er all diese Schwächen und Fehler hat. Ich bin ein Fan der Menschheit! Ich bin Humanist. Vielleicht ja sogar der letzte Humanist. Wer, der noch bei Verstand ist, Kevin, kann mit reinem Gewissen leugnen, dass das 20. Jahrhundert allein mir gehört hat? Alles, was war, Kevin, alles, was war, gehörte mir. Ich bin auf dem Höhepunkt. Das ist meine Zeit, Kevin. Unsere Zeit. Möchte jemand vielleicht was trinken? Ich nehme einen Drink.